Okay, hier ist mein Haus. Das ist jetzt einmal fertig gebaut. Es ist nicht schön, aber selten. Hier ist mein Bett, wenn man es so nennen kann. Ich frage mich, wie das Haus von Izzy aussieht. Ich habe mir hier sogar schon eine Fußmatte hingemacht. Ja, hier wohnt Ronja. Damit die Izzy nicht aus Versehen in das bessere Haus reinzieht. Kann ja passieren. Das ist jetzt hier. Ey. Hä? Huh? Ich habe einen Block abgebaut. Das hat sich da. Hä? Huh? Hallo, Ronja! Was machst du denn hier? Hi. Ich hab mein Haus versteckt. Was? Wie geht's dir? Mir geht's gut, hast du gut geschlafen? Ich wollte die Insel erkunden. Oh mein Gott, nice. Hier wohnt Ronja, wie cool ist das denn? Das sieht ja, wunderschön aus, Ronja. Klaust du meine Fußmatte? Bitte klau nicht meine Fußmatte. Ich hab vor, sie kriegst du klauen, aber ich mach das lieber nachts in so einer Nacht- und Nebelakte. Und das freut mich ja, das ist super beruhigend. Oh, danke für deinen Goldapfel, der ist lecker. No, nein, das ist deiner. Gib ihn zurück. Nein, hey, Einbrecher, Hilfe! Hey, du hast noch nicht mal ein Haus, das sind ein paar Zäune, Junge. Das kannst du nicht als Haus bezeichnen. Okay, zeig mal dein Haus. Wie viel ist es denn besser? Mein Haus ist in der Arbeit. Das zeige ich dir, wenn es fertig ist. Ich habe noch nicht angefangen. Bis du hast hier ein paar Zäune. Ja, ich würde es gern sehen. Ja, hier, das ist mein Haus. Ich habe hier sogar schon Kerzen. Ja, Dekoration schön. Hier. Wow. Und ich habe einen Mangobaum. Also, es ist quasi wie ein Kühlschrank. Ich glaube, da bist du die einzige Person mit dieser Meinung. Und das ist mein Nachtlicht, diese leuchtende Blume. Ja. Oh, ich habe einen Nachtbusch, damit ich für den Hunger zwischendurch mir ein paar Beeren pflücken kann. Ein paar Beeren. Wir haben in der letzten Folge von der Izzy, die kam übrigens auf Izzys Kanal, ich verlinke die euch oben beim I, die könnt ihr euch unbedingt angucken, ja, damit ihr auf dem aktuellsten Stand Izzy, seid. Izzy beim I, yeah, wir haben nämlich was gefunden. Izzy beim I, wir haben ein kleines Rehkitz gefunden. Ja, und haben Ronjas Gehirn haben wir gefunden. Ey, wir haben das in den Zoo gebracht, den zeige ich euch kurz mal, weil wir haben in meiner Folge eigentlich nur das Schild gesehen und noch nicht den ganzen Zoo. Bist du schon rüber? Nee, ich bin noch da, ich bin noch da. Okay, ich reiß mal zur sicheren Insel rüber. Hallo. Hier ist jetzt aufgegangen, die Tür. Weil das Rehkitz gekommen ist und das ist jetzt in seinem Gehege. Hier. Mein oh, da ist es. Rehkitz. Wir haben es Geweihi genannt übrigens. Ich weiß nicht, wie zu. Ratet mal, warum. Das mit dem Namen ist. Woran? Ratet mal. Ich will mal eure Gäste wissen. Auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, warum wir das Rehkitz Geweihi genannt haben. Hier sind noch super viele andere Gehege in diesem Zoo, damit wir andere Tiere finden, wie den Ronja. Haus. Was? Ronja. Geben können. Ihre Bezahlung bitte. Ha? 3 Euro. Entschuldigung. 3 Euro, hab ich gesagt. Du arbeitest hier gar nicht. Ich bin hier wohl im Ticketstand. Okay. Natürlich arbeite ich hier. Hast du ein Ticket? Ich verkaufe die Tickets. Bezahlen. Ich habe 1 Million Tickets, Ronja. Kann hier. Oh mein Gott. 1 Million Tickets. Warte, kommen sofort. Da, oh, nein, zack, ich will alles Tickets. Nein, stopp. Und jetzt will ich das Geld dafür haben. Okay, Izzy, wir sollten uns beeilen. Der Jäger ist immer noch auf freiem Fuß. Wir müssen schauen, dass er nicht weitere Tiere entführt. Du hast ich glaube, wir können später Tickets verkaufen. Okay. Hier ist ein riesen Zoo. Hier ist eine Achterbahn. Die wollen wir reparieren. Also falls wir irgendwo Schienen finden, ja, nehmen wir die mit. Weil hier oben Richtig. Kann man theoretisch fahren. Und das ist echt cool, aber das ist ein bisschen eingebrochen. Irgendwie scheint ich der Zoo jetzt schon trotzdem. Älter zu sein. Hast du einen Minecraft? Ja, ich fahre jetzt trotzdem. Sind die richtig Spaß glaub? Dabei? Das wird sicher richtig Spaß. Ich will dich anschließen. Ja, steig ein! Oh. No! Und ich schaff's. Ach, komm schon! Ja, da, Warte, vielleicht kann man rüber. Oh, da will ich nicht runter. Nee, runter. Nee. Ja, oh no! Ich bin runter. Ey, aber macht nichts. Wir können hier durchgehen. Durch den. Ja. Pferdestall? Was ist das hier? Ja, ein Pferdestall, glaube ich. Ja. Wir werden Pferde finden irgendwo auf der Insel. Ponys. Guck mal, das wollte ich noch zeigen. Oh, stimmt, genau. Das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Wir haben hier so eine Art Monument gefunden. Und wir haben in Izzys Folge eine Pinke Und wer Rune hat die erste Rune gefunden? Wer hat die erste Rune gefunden? Es war Izzy von der Cheesy. Izzy hat die Rehkitz-Rune gefunden. Das ist die pinke hier. Wir haben keine gelbe. Fairerweise muss man sagen, du hast das Jump'n'Run geschafft. Danke. Ja, das war nicht einfach. Da war Lava. Die gelbe könnte auf unserer Insel sein, dachte ich. Vielleicht das denke ich auch, weil wir gehen davon aus im Moment. Ja, das ist unsere Arbeitstheorie, dass hier die pinke ist, weil das unsere erste Insel war. Aber das ist unsere Startinsel. Das heißt, vielleicht ist eine gelbe Rune auf unserer. Und auf der nächsten Insel finden wir vielleicht eine grüne Rune. Oh, das ist Zufall. Das werden wir heute feststellen. Das ist Zufall. Das finden wir heute heraus. Ich bin gespannt, was wir noch für Tiere finden, weil das Rehkitz Guck mal, es ist draußen. Huh? Oh ja, es ist draußen. Hallo. Wir besuchen Mach dich später Geweih. Nochmal. Tschüssi, Geweih. Oh, Ronja, hier ist echt hier runter. Ja, ich gucke nicht runter. Okay, wieder nach Hause. Und zschub. Welche Insel wollen wir denn heute angucken? Da hinten ist noch eine
Die kann ich schlecht erkennen. Irgendwas total im Nebel. Die sieht ziemlich weit weg aus. Vielleicht ist noch was näher dran. Warte, was haben wir hier? Da ist eine. Vielleicht kommen wir da hin. Warte mal. Über den Ballon vielleicht? Kommen wir richtig nah ran? Oh, ja, vielleicht. Weil das ist schon ziemlich nah dran. Vielleicht können wir einfach rüberspringen. Hast du Blöcke? Nee, ich habe leider überhaupt keine. Ich habe meine leider alle verbaut, Ronja. Rate mal, wofür? Wofür? Was hast du gemacht? Wofür wohl? Siehst du nicht meine schöne Brücke? Warte, nee. In welche Richtung ist die? Ah, hier hinten. Da, wo wir letztes Mal waren. Hast du die Brücke ausgebaut? Ja. Oh, die ist richtig hübsch geworden. Dankeschön. Das ist voll schön, oder? Die wollen wir nicht abreißen. Die Brücke, also... Nein, die will ich behalten. Oh, voll hübsch. Danke. Danke, danke. Das heißt, wir brauchen neue Blöcke. Oh, ja, okay, wir finden neue Blöcke. Wir finden bestimmt irgendwo neue Blöcke. Ich meine... Ich will halt die Bäume auch nicht zerstören hier. Und Umweltschutz, ich die Naturschutz. Die super hübsch. Genau. Vielleicht... Wo hast du deine gefunden? Irgendwo bei einem Wasserfall war das, oder? Wollen wir da nochmal schauen? Vielleicht finden wir da noch mehr. Ja. War das nicht hier? Das ist doch die Höhle von Blinky. Das ist eigentlich ja nur die Höhle, wo Blinky wohnt. Wo ist Blinky Wollen wir Blinky mal fragen? Weiß ich nicht. Blinky? Vielleicht ist er in der Höhle. Ich geh mal schauen. Okay. Vielleicht ist er hier hin. Oh, man Blinky? Kann hier einfach durchlaufen. Ups, ich bin aber durch den Wasserfall geschwommen, ich dumm. Blinky? Bist du hier irgendwo? Da oben ist Blinky. Guck mal. Hä? Ach, da oben. Hallo Blinky, guten Morgen. Oh. Ronja kann nicht springen. Ich kann wirklich nicht springen. Ja, wo ist er denn jetzt? Ich mache mir auch keine Illusion. Ah, da. Oh. Lol. Hi Blinky, alles gut, was machst du hier? Guck, Blinky. Weiß nicht. Hier ist doch nichts. Oh, warte, da oben ist ein Loch in der Wand. Hier? Ist da was? Ja. Nicht. Kommst du wo? Ach Gott, Ronja, guck mal hier. Hä? Ja, komm mal hoch, komm mal hoch. Ja? Ja, dreh dich doch mal um. Ah, warte, hier? Kommst du da hier rein? Hier ist eine Kiste, ja, hier komm ich rein. Blinky hat uns zur Kiste geführt. Oh, super, danke, Blinky. Hier sind... Oh, was hier ist da drin? Ein Baumaterial drin. Ja, perfekt. Hast ich du? Ich bin bereit, ja. Ja, nice. Ja, nee, mach du, bau. Ah, du fast bridgest. Ich hab noch nie fast bridgen sehen. Ja, aus dem Grund. Aus dem Grund. Okay, dann fast bridge ich mal. Ey, lass es lieber, Ronja. Das war mit dem Laufen schon so schwierig. Willst du es machen? Ja? Lieber nicht fast twitchen. Ich fühle mich ein bisschen sicherer, glaube ich. Ach, vielleicht, komm, ich baue die ganze Zeit da drunter. Aber bau ganz in Ruhe. Niemand stresst dich. Und vor allem finde ich es richtig schön, dass du blaue Blöcke hast und ich habe rosane genommen. Stimmt, ja. Gut eigentlich. Mach einmal weiter geradeaus. Ja, ja. Okay, ich baue. Upsi, Daisy. Geradeaus. Da ist die Kiste auf der Insel. Geradeaus. Nein! Warte, wie weit noch? Oh, das ist noch ganz schön weit. Wenn du willst, baue ich. Okay, das wäre lieb. Warte, ich gebe dir die Blöcke. Oh mein Gott, ich habe Angst, dass die runterfallen. Ich habe Angst, dass du sie runterdroppst. Hast du sie? Okay. Oh Gott. Position wechseln. Uff. Und ready? 3, 2, 1. Warum ist das 15 mal schneller bei dir? Okay. Oh, aber hier es ist meine Kiste. Aber ich habe Lianen. Warte. Ich kann mich hier noch hochbauen. Folge mir. Ups. Hm? Bist du hin? Ich gehe die Kiste holen. Ah, dann hol doch die Kiste. Oh mein Gott, Ronja! Was denn? Da ist nichts drin. Alles leer. Alles leer. Nein, ich habe nichts bekommen. Wusste ich. Hier hinten sind Lianen, da kommst du hoch. Ja, ich verstehe, ich komme hier hoch. Okay. Da bin ich. Ich glaube, hier ist überhaupt nichts. Au! Nein, au! Ich habe doch was gefunden. Au, was hast du? Hier bist du krank der Heilung? Ja, ist Giftbogen. Der macht Giftpfeile. Yeah! Aber vielleicht ist er gar nicht schlecht, wenn wir irgendwann mal dem Jäger begegnen, aber... Und? Goldzähne. Goldzähne? Ja, hab ich auch gefunden. Cool. Siehst du hier irgendwas? Nö, ich sehe nicht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass ich hier überhaupt... Oh, warte, da hinten ist Bohne auf dem... Ah! Das ist was! Was ist das? Was ist das? Das ist ein Gorilla oder so, was oder? Ist das? Das ist ein Gorilla. Ich habe Angst vor Affen. Wieso hast du Angst vor Affen? Du bist Affen eine Maus. Affen essen Mäuse. Affen essen keine Mäuse. Natürlich. Oh. Warte. Bevor wir den Affen holen. Der hat den Kopf geschüttelt. Der Affe hat den Kopf geschüttelt. Du isst keine Mäuse. Brauche ich keine Angst haben vor dir. Stimmt, der kann uns ja verstehen. Oh nein. Oh, Gott sei Dank auf der Insel gelandet. Warte mal kurz. Hier sind Schienen für unsere Achterbahn. Ich würde die mal kurz abbauen und mitnehmen. Soll ich sie mitnehmen? Ich kann sie abbauen mit der Spitzhacke. Oh, du hast eine Spitze. Ich gehe die auch so, das sind nur 3 Holzschienen. Es geht schnell. Zack, zack, hast du sie? Ja, hab sie. Oh, wunderbar, Steve. Dann können wir die vervollständigen. Yeah. Wo ist der Gorilla?
Da oben auf dem Baum. Hallo Gorilla, kannst du hier runterkommen? Kannst du uns folgen? Wir können dich in den sicheren Hafen bringen, damit der Da gibt es keine Jäger, die dich häuten wollen. Das ist... Ja, ich habe nur das gesagt, was so ist. Der sah viel größer aus der Ferne. Guck mal, wie klein der eigentlich Stimmt, ist. Stimmt, der ist eigentlich voll klein. Der ist echt süß. Das ist so voll süß. Hallo, kleine Affe. Hast du einen Namen? Und Ronja passt gut zusammen. Weiß ich nicht. Gorilla. Schreibt mal in die Kommentare, wie wir den Gorilla nennen können. Vielleicht habt ihr ja eine bessere Idee, weil sonst nennen wir ihn einfach Gorilla und das wäre blöd. Nö, ich finde das gut. Findest das ist zutreffend. Ja, Der Name passt doch. Okay. Na gut. Ja. Na gut. Nenn dich jetzt einfach nur noch Mensch. Ich nenne dich Maus. Mensch. Ja, okay, Maus. Warte mal. Au. Yeah, let's go. Ich bin schneller als du. Okay, hier muss doch irgendwo eine Rune sein, oder? Stimmt, wir müssen die Rune finden. Ja. Vielleicht irgendwo im Wasserfall oder sowas? Warte mal. Wow. Aber der Wasserfall geht bis ganz unten. Überleg mal, da werden wir ins Nichts gespült. Oh, das stimmt. Hier ist bestimmt Oh mein Gott, du musst hier richtig aufpassen beim Jump'n'Run. Oh, warte, hier ist ein Hopper. Oh, hier ist die Rune drin, Gorilla-Rune. Im Hopper? Hab sie? Ja. Nein, war sie echt da drin? Bist du einfach dran vorbeigehüpft? Ja. Das konnte ich doch nicht ahnen, dass sie da drin ist. Hab sie aber. Okay, ja, nice. Dann gehen wir zurück. Wo geht's denn zurück? Wo haben wir unseren Weg gebaut? Hier oben, oder? Ich würde den Gorilla mal langführen. Gorilla, komm mal mit. Ja, ja. Hier hoch? Genau, hier musst du her. Ja, ja, komm her. Sekündchen. Brauchst nicht mal hochgehen, einfach nur rumgehen. Einfach nur rumgehen. Okay. Hier, genau, da unten ist der Weg, siehst du? Ja, auf geht's, dann geht's hier rüber. Vielleicht sollten wir das ein bisschen zubauen. Ja, das sieht ganz schön gefährlich aus. Ich glaube, so ist ein bisschen einfacher für euch, oder? Ja, ja. Okay. Okay, dann ab zurück. Dann let's go! Zu unserer Insel. Was hältst du davon, wenn wir mal einen Song machen, Ronja? Ein Song? Mhm. Mhm, auf jeden Fall. Sehe ich uns. Ja? Ja. Okay. Zurück zu unserer Insel! Wir können auch so schlechte Titelsongs für unsere Projekte machen, weißt du, damit die Leute direkt wissen, was sie erwartet. Hättet ihr gerne für Minecraft-Pets einen Titelsong? Schreibt es bitte einfach rein, wir machen das. Gar kein Ding. Oh no, jetzt müssen wir das machen. Oh wir sind da allzeit bereit. Oh, guck mal, der Gorilla will in deinem Bett schlafen. Nein, mach, dass der weggeht! Nein, wieso denn? Du darfst nicht in meinem Bett schlafen, du verlaustes Ding, du. Oh mein Gott. Du darfst nicht in meinem Bett schlafen, du verlaustes Ding. Ich bin nicht. Oh mein, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder hoch zum Waystone. Ach, danke. Stimmt, wir wollen zum Waystone, ja, oder? Ja, wir wollen den Gorilla ins Zoo bringen. Ja, ja, genau. Okay, warte, hier ging's hoch. Ich bin froh, dass ich noch Blätter habe, sonst würde ich mich hier gar nicht hochkommen. Jetzt sind wir hoch. Hier. Ha, hab's. Okay. Bist du schon am Waystone? Bist du oben? Fast. Ist der Gorilla bei dir? Nein. Nein. Ich bin schon da. Ah. Wunderbar, aber ich versuche gerade das hübsch zu machen hier. Oh. Komm, Gorilla, wir reisen schon bei dir hier. Warte, ich reise. Achso, du bist schon da! Ja. Ach, komm schon. Ja, ich bin auch da. Ja, der Gorilla ist auch da. Oh mein Gott, wo wollen wir ihn reinmachen? Oh, das ist eine gute Frage. Okay, was ist ein gutes Gehege für einen Gorilla? Hier bei den Pilzbäumen nicht. Hier wohnt ich glaube, Gouveie ist gerade unterwegs. Gouveie Guck mal, da ist gerade erkunden, was es hier noch so gibt. Wollen wir die Gorilla mit Gouveie hinmachen, dass er nicht so Angst hat? Guck mal, das passt doch auch zum Gorilla stimmt. mit. Ja, der ist ja auch klein. Ja, ich glaube, das ist auch relativ ähnlich zu seiner Umgebung, oder? Mit den Bäumen und den. Ja, ja, genau. Okay. Das würde eigentlich ganz gut passen. Okay. Ich bleib jetzt auch hier, ich find's schön hier. Okay, mach die Tür zu. Geh dann wieder. Tschüssi. Tschüss, Ronja. Mach's War gut. Schön mit dir. Au. Au. Nee, warte, ich mach auf, damit Geweih hier wieder rein kann. Okay, gut. Er sieht glücklich aus, oder? Zufrieden? Ja, finde ich auch. Alles klar. Gut, dann gehen wir wieder zurück zu unserem. Hier ist er erstmal sicher. Zu Hause. Alrighty, das war's dann aber mit Steigen dieser Sie Folge ein. Von Minecraft Pets. Oh. Steigen Sie ein. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns am Samstag in der Folge von der Easy im nächsten, nächstes Mal. Yes! Der nächsten Insel. Schaltet ein! Richtig! Und abonniert auf jeden Fall auch Easys und meinen Kanal, damit ihr keine neuen Folgen von dem Projekt mehr verpasst, weil das wäre voll schade. Und wenn ihr einen Titelsong wollt, ja, dann lasst uns das wissen. Wir setzen uns da dran, wir zaubern euch da was. Vielleicht. Vielleicht auch nichts Gutes. Ich will hier nichts versprechen. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hasta la pasta!